Was sind das für Figuren, welche hier dargestellt werden? Es sind Schwingungsbilder oder sogenannte glattnische Klangfiguren. Warum stellen wir sie dar? Die ganze Welt, sowohl die belebte als auch die unbelebte Natur, unser ganzer Organismus, ja unser ganzer Alltag ist durchsetzt von Schwingungen. Und zwar als wesentliche Eigenschaft dieser Systeme. Nun entsteht immer wieder das Bestreben, diese Vorgänge dem Auge als dem wachsten Sinnesorgan des Menschen zu erschließen. Dazu braucht es bestimmte Methoden. Wir können aber nun heute nicht einfach es machen, wie Gladni es gemacht hat, mit dem Geigenbogen eine solche Metallplatte anstreichen und die Figuren zu erzeugen. Wir brauchen heute Methoden, welche übersichtliche Versuchsbedingungen ergeben. Eine Methode, die wir vor allen Dingen anwenden, sind die schwingenden Kristalle. Wir impulsieren die Frequenzen oder die Schwingungszahlen auf diese Kristalle. Diese übertragen dann diese Schwingungszustände auf eine Platte oder eine Membran oder irgendeinen Körper. Und auf diese Weise ist es möglich, eine ganze Welt von Schwingungserscheinungen im eigentlichen Sinn, vor allem aber auch Schwingungswirkungen darzustellen. Und dann kann man von diesen verhältnismäßig einfacheren Vorgängen zu komplizierteren Bereichen des Schwingungswesens aufsteigen. Wir nehmen nun anstelle dieser viereckigen Stahlplatte eine runde Stahlplatte, streuen wieder Quarzsand auf und erzeugen nun durch unseren schwingenden Kristall, der an der Unterseite der Platte angebracht ist, wiederum eine Schwingung. Wir hören den Ton und wir sehen die diesem Ton entsprechende Klangfigur. Durch die von uns gewählte Methode der schwingenden Kristalle ist es möglich, bei fortlaufendem Versuch von einem Ton zum anderen übergehen zu können. Dementsprechend wechseln auch die Klangfiguren. Je höher der Ton, umso feiner das Muster. Wir wechseln die Formen, hier eine dreieckige Stahlplatte, wieder sind die Schwingkristalle an der Unterfläche angebracht und erzeugen eine Klangfigur, Übergang zu einem höheren Ton, eine etwas kompliziertere Klangfigur entspricht diesem höheren Ton. Diese etwas kompliziertere, ebenfalls aus Stahl geschnittene Figur wird ebenfalls durch die Schwingung erregt. Der erregende Kristall ist im obersten Teil der Figur angebracht. Wir verwenden Sand und Lycopodium. Das Lycopodium geht in die Mitte der Felder, bildet Rundformen, der Sand die Linien. Jedes Material verhält sich eigenartig oder spezifisch. Lycopodium allein, eine Klangfigur, Übergang in eine bewegte, strömende Phase und wieder zurück zur Figur. Während die Klangfiguren stehende Wellen darstellen, können wir nun auch fortlaufende Wellen beobachten. Hier der Sand in Strömung. Bei kleinen Wellenlängen wird durch diese Ströme ein rotierender Effekt hervorgebracht. Es entstehen Bezirke,
in welchen die Partikel regelrecht rotieren. Jetzt erregen wir zwei Töne, die im Verhältnis der sogenannten Schwebung stehen. Der Ton scheint auf und ab zu schweben. Und durch die Methode, welche wir wählen, ist es möglich, dieses Phänomen der Schwebung oder der Interferenz auch zu sehen. Die Figur pendelt, die Figur pulsiert. Das ganze Bild ändert. Wir erregen Flüssigkeiten. Eine Terpentinschicht bildet unter der Einwirkung der Schwingung ein regelmäßiges Gitterfeld. In schwingendem Glycerin sehen wir fortlaufende Wellen, welche die eigenartigsten Figuren ausbilden. Es handelt sich um nichts anderes als um eine Schwingungswirkung, die in dieser seltsamen Art hervortritt. Dargestellt. Einige Wellenfelder an den Stellen, wo vorher nichts war. Wo vorher der Sand war, sieht man nun nichts. Es ist sozusagen die dynamische Phase zur statischen Phase. Wellenfelder, welche mittelbar den Schwingungsvorgang in der Platte sichtbar machen. Auch hier die Möglichkeit, die Interferenz darzustellen. Alle diese Wellenfelder pulsieren. Sichtbare Interferenz. Eine schwarz gefärbte Flüssigkeit wird in eine durchsichtige eingetropft. Die Schwingung erzeugt nun eigenartige Wirbelbildungen. Es ist immer ein Wirbelpaar, das so entsteht. Eines nach dem anderen entsteht, sodass wir zuletzt eine ganze Reihe solcher Wirbelpaare symmetrisch zueinander angeordnet vorfinden. Diese Wirbelbildungen durch Schwingung sind darum so bedeutsam, weil in unserem Gehörorgan in der Schnecke sich bei allen Tonempfindungen solche Wirbelbildungen spezifisch ausbilden.
sind also nicht gewöhnliche Wirbel im Sinne der Strömungslehre. Es sind Schwingungswirbel, immer ein Paar im Gegensinne drehend. Eine plastische Masse, eine plastizierbare Masse wird durch die Wellenzüge der schwingenden Membran in kugelartiger Weise geformt. Es wühlen die Massen herum, nach und nach aber entstehen regelrechte sphärische Gebilde, einzig und allein hervorgebracht durch den Schwingungsvorgang als solchen. Durch einen einfachen Apparat kann die menschliche Stimme ebenfalls sichtbar gemacht werden. Die einzelnen Vokale charakterisieren sich entsprechend ihrem Klangcharakter. Wir sehen sozusagen die Klangspektren dargestellt. Gesungene Tonfolge bildet sich regelrecht ab als Folge von Schwingungsbildern. Wir sehen eine Melodie. Kann sichtbar gemacht werden. Dieselbe Membran, welche die Musik abstrahlt, macht mittelbar in einer Flüssigkeit ihre Schwingungsvorgänge sichtbar. Wir wählten hier die 89 letzten Takte des ersten Satzes der Jupiter-Symphonie von Mozart. Wir sehen Mozart, während wir ihn auch hören können. Thank you.
Bruder, die Sporen der Bärlauchpflanze zeigen eine Reihe außerordentlich merkwürdiger Erscheinungen, wenn sie der Schwingung ausgesetzt werden. Es bilden sich Rundformen. Diese befinden sich aber in einer fortwährenden Umwälzung. Die Partikel werden von innen nach außen, von außen nach innen herum gewälzt. Außerdem zeigen sie Pulsationen. Wir können die verschiedenen Muster der Schwingungsfelder erkennen. Sie bewegen sich hin und her, vereinigen sich, trennen sich, je nach dem Schwingungszustand der Unterlage, welche durch eine schwingende Membran dargestellt wird. Und so können wir uns gleichsam über eine Landschaft hinbewegen, welche sich in Schwingung befindet. Verstärken wir den Ton, machen wir ein Crescendo für das Ohr, werden die Massen ausgeschleudert. Es entstehen Fontänen, Eruptionen, quasi Explosionen. Aber immer wieder kehren die Partikel gegen das Zentrum zurück, sodass wir auch hier in dieser starken Dynamik eine Zirkulation vor uns haben. Ein Seitenblick auf ein Phänomen ohne Schwingung. Zwei Flüssigkeiten, die durch die Oberflächenspannung sich ausbreiten. Es ist keine Schwingung, aber auch diese Erscheinung vollzieht sich in periodischer Weise als Ausdruck des umfassenden Gesetzes der Periodizität. Jetzt erregen wir die Unterlage. Es entsteht ein ganz anderes Bild, man kann sogar eine kreisartige Formation erkennen. Jetzt ist Schwingung vorhanden. Wir gehen aber langsam aus der Schwingung heraus und wiederum sehen wir ein Phänomen ohne Schwingung, regelmäßige Pulsation dieser sich ausbreitenden Flüssigkeitsmassen.
Eisenstaub zugleich einem Magnetfeld und der Schwingung ausgesetzt, zeigt, dass die Adhäsion, die Haftung an die Unterfläche wesentlich verringert wird. Dadurch können wir die Polfiguren außerordentlich gut darstellen. Wählen wir eine Dichtigkeit der Magnetlinien, sehen wir das an den Figürchen, welche sich da bilden. Verdünnen wir die Magnetlinien, die Kraftlinien, dehnt sich das Phänomen aus. Durch die herabgesetzte Adhäsion haben die Partikel des Eisens gewisse Freiheitsgrade. So können sie sich wegen formieren, Figürchen bilden, gleichsam tanzen, aber nur infolge der angesetzten Schwingung. Auch diese schlangenartigen Gebilde sind einzig und allein durch die Schwingung erzeugt über Gebieten der schwingenden Membran, welche Bewegungsvorgänge darstellen. Alle Materialien und Substanzen, die verschiedenen Aggregatzustände, verhalten sich charakteristisch unter der Einwirkung der Schwingung, oder man kann auch sagen spezifisch. Hier ein Brei, auch hier bilden sich Rundformen, es bildet sich Zirkulation, jedoch im Gegensinne verglichen mit dem Lycopodium. Sie verbinden sich, sie trennen sich, sie pulsieren, wir haben eine bestimmte Riffelung, welche hervorgebracht ist durch die Wellenzüge der schwingenden Membran, ein reiches Feld von Effekten durch Schwingung. Verstärken wir die Schwingung, was für das Ohr ein Crescendo bedeutet, so werden die Massen in immer stärkere Dynamik gezogen. Sie werden ausgeworfen, Spicula entstehen, Eruptionen. Sozusagen kann man von Protuberanzen sprechen. Alles als Ausdruck der Dynamik der Schwingung. Landschaft tut sich hier auf, der Ton, den wir hören, in seiner Stärke
ist imstande, diese Turbulenz, diese mächtige Entfaltung hervorzubringen. Und nun zum Schluss als Kontrast eine Klangfigur, als Kontrast zu der Dynamik, die statische Struktur, die Pole dieses Spektrums der Phänomenologie dieser ganzen schwingenden Welt.